Inos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima Iki Island. Wie man unschwer gerade sehen kann, wir sind in der letzten Erinnerungsmission angekommen von Jin an seinen Vater Kasumasa. Ein unvollendetes Lied, so heißt es. Und wir sollen ein paar Sachen für ihn besorgen. Aber bevor wir das tun, wollte ich noch kurz darauf eingehen, was noch abseits dessen, sage ich mal, in der letzten Episode passiert ist. Und zwar waren wir nochmal bei der Händlerin für die Rüstungsfarben für unsere treuen Freund und Kriegsross Kage. Um noch ein paar mehr Farben für unser Pferd zu bekommen. Haben Sao, den blutroten Farbehändler, angetroffen. Und wir durften feststellen, oh boy, da bedarf es noch ein paar mehr Blumen, die wir einsammeln müssen, um da alles abschließen zu können. Und haben auch das Haus gefunden von dem, der uns jetzt schon zweimal begegnet ist. Der sein Heim wieder aufbauen wollte, nachdem es von den Mongolen abgefackelt worden war. Und naja, Strand und Metallteile an Booten. Er hatte zumindest gesagt, dort wollte er was finden, aber das hatten wir erstmal noch nicht ausfindig machen können. Darauf können wir uns aber dann konzentrieren, wenn es soweit ist. Erstmal sollten wir jetzt hier noch ein paar Sachen zusammensuchen, die Kasumasa gehörten. Wie beispielsweise Mutters Gedicht. Ein Gedicht. Die Kalligrafie meiner Mutter. Wenn er dies las, hörte er sicher ihre Stimme. Könnte ich mich doch an sie erinnern. Ah, Fürst Adachi. Moin. Wir sind die Blitze inmitten des Sturms. Die Lawine, die den Berg erzittern lässt. Das ist der Sakai-Clan. Einige der letzten Worte, die er zu mir sagte. Und auch wahrscheinlich mit die wichtigsten. Unter Umständen. Fürst Shimura erzählte, Vater zerbrach es in einem Duell. Erschüttert von seiner Stärke, ergaben sich die Shikuzen-Rebellen umgehend. Junger Herr, es ist Zeit zu gehen. Fürst Adachi, vergebt mir. Ich suche noch Habseligkeit meines Vaters. Die Späher melden Plünderer in der Gegend. Wir müssen los. Bitte, kommt mit mir. Ja, natürlich. Ich bedauere euren Verlust zutiefst. Wir alle trauern gemeinsam mit euch. Hab Dank, Fürst Adachi. Die Bewohner von Umi bereiten eures Vaters Begräbnis vor. Meine Männer und ich begleiten euch und euren Vater nach Hause. Also war quasi eine Zwischensequenz, die man in Tsushima sah, unmittelbar nachdem sie quasi in Umi eintrafen. Keine Sunnies, Alter. Der Typ wird da noch elendig verbluten mit dem Pfeil in der Brust. Ich muss auch sagen, sein Gewand bzw. seine Rüstung mit dem Pelz hat auch schon was. Das kann durchaus vorteilhaft sein in Kamiyagata, in dem Schneegebiet von Tsushima. Ich hätte ihn retten müssen. Dann hätten seine Mörder auch euch getötet. Der Sakai-Clan muss überleben. Schon bald tragt ihr die Rüstung eures Vaters. Ich werde ihrer niemals wert sein. Meine Herren, die Späher melden eine große Gruppe Plünderer im Anmarsch. Wir sollten sofort aufbrechen. Aber die Boote sind noch nicht voll beladen. Die Vorräte... Lasst sie hier. Die Leben unserer Leute haben Vorrang. Ihr habt Fürst Sakai gehört. Geht! Mein ganzes Leben floh ich vor diesen Erinnerungen. Aber jetzt, nachdem ich mich ihnen gestellt habe...
Ich weiß nicht, was das jetzt gerade war. Weil ich hatte fast, sage ich mal, ne, die ganze Zeit meinen Controller schon bevor ich mit den Aufnahmen angefangen hatte, am Aufladekabel. Und der hat sich eben gerade einfach gesagt, nö, kein Bock mehr, ich schalte mich ab. Ha. Interessant. Ich habe eben gerade schon gedacht, scheiße, wieder ein Wackelkontakt. Aber sowas hatte ich auch noch nicht. Glaube ich, euch zu verstehen. Wollen wir das jetzt hier mal nicht verkacken? Nach den Schlachten und hinter der Legende Kazumasa Sakai wart ihr nur ein Mann auf der Jagd nach etwas. Oder vielleicht auf der Flucht vor sich selbst. Ich bin froh, dass ihr anhieltet und mich endlich saht. Aber leider zu spät. Ende des Sturms. Ein Klagelied für die Gefallenen, das eine schwerwiegende Versöhnung verdeutlicht. Oder eine schwierige Versöhnung. Zumal es hatte gerade die Tonlage des Geist-Soundtracks aus dem Hauptspiel inne. Und das ist auch schon verhältnismäßig stark. Ja, es bleibt halt nur die Frage jetzt noch, an welchem Moment, an welchem Strand der Typ nach den ja, Sachen gesucht hat, ne? Weil das Haus selber ist ja noch nicht fertig. Wir müssen ja noch mal antreffen. Also so habe ich es jetzt verstanden. Es kann auch sein, dass ich mich täusche, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und dadurch, dass ich da eben jetzt gerade auch mal eine Trophäe erhalten habe, für den Abschluss der letzten Erinnerungssequenz an Kasumasa, sind wir mit den Erinnerungen auf Iki auch fertig. Die Frage ist halt nur. Und dort sind wir ja ursprünglich gekommen, aber kommen wir da auch wieder hin? Kage, wir sind bald wieder da. Weil hier. Ah, guck mal an. Wussten wir wenigstens, was uns erwartet. Würde dieser Adlerstamm so herumstolzieren wie Sie? Wobei hier ist mit Sicherheit zu viel los, als dass der Typ wüsste, dass man hier was holen kann. Glaube ich. Wissen tue ich es nicht. Bei der Vollständigkeit halber müssen wir einfach nochmal gucken. Meine, genügend Mist liegt ja hier rum, ne? Ist auch nichts. Es sei denn,
Nochmal einen kurzen Blick auf die Karte geworfen. Es sei denn, er meinte diesen Strand. Er meinte vielleicht diesen Strand mit dem großen Schiffswrack. Das kann ja auch sein. Was vielleicht sogar naheliegender ist als das hier, ne? Weil hier ohne Verletzung irgendwas sich anzueignen, wird wahrscheinlich etwas schwieriger sein als bei dem anderen. Ich war bei diesen Laternen schneller als alle anderen, wurde mir gesagt. Ich hab dich noch nie mit einem Bogen gesehen. Das alleine reicht mir schon als Informationsquelle. Wenn wir hier nicht fündig geworden sind, dann geht es jetzt nochmal ein gutes Stück zurück. Und ja, ich meine, das Backtracking an so als... Das Backtracking als solches beinhaltet nun mal auch solcherlei Sachen. Nee. Wir nehmen den Sneaky Weg. Um beispielsweise noch einen weiteren Banner abzustauben. Und da es ja ein komplettes Blind Let's Play ist, möchte ich mit euch natürlich auch ungefiltert alles das an Eindrücken mitnehmen und sammeln können, was mir halt gegeben ist in der Zeit, ne? Und sicherlich. Das kann immer noch dem einen oder anderen zu langatmig und zu langwierig erscheinen und daraus mache ich auch gar keinen Hehl, beziehungsweise kann auch keinem davon irgendwie abverlangen, sich all das hier quasi ansehen zu müssen. Nur, wenn ihr an meiner Stelle wärt, kann ich mir unter Umständen schon vorstellen, würdet ihr wahrscheinlich es ähnlich sehen. Genau, hier ist sein Heim. Also sein zukünftiges Heim. Was die Blumen anbelangt, da gibt es ja noch die ein oder andere zu sammeln, obwohl ich mir vorstellen kann, dass ich bei weitem es nicht schaffen werde in der Zeit wirklich hier ja, unzählige Blumen noch heranschaffen zu können. Aber wenn eine hier beispielsweise am Wegesrand steht und darauf wartet mitgenommen zu werden, dann ist es natürlich eine offene Einladung. Hier hatten wir damals den Typen nochmal angetroffen, wo wir Kage verfolgt hatten. Los jetzt, Kage. Die können wir vielleicht noch überraschen. Sah das nach was aus oder sah das nach was aus? Es hat sich tatsächlich noch jemand verpisst. Das war eben gerade auch nochmal ein Verweis auf Kasumasa. Beziehungsweise denjenigen, der ihn halt niedergestreckt hat.
Okay. Gibt es denn hier noch bei den Ausläufern irgendetwas, was wir auf der Karte bis jetzt zumindest, was noch nicht aufgedeckt worden war, finden können? Man hört auf jeden Fall Mongolen. Und ja, hier waren wir offensichtlich noch nicht. Wirst du wohl stehen bleiben, Junge? Wir waren mit dir noch nicht fertig. Oh. Die armen Schweine, die hier auch aufgeknöpft worden sind, ey. Wollten wahrscheinlich auch einfach nur lediglich ihren Familienmitgliedern Respekt zollen und wurden aufgeknüpft. Alter. Junge, Junge, Junge. Das erinnert mich ein bisschen an Thaddäus, ne? An die eine Episode, wo er einfach nur entspannen wollte und sich dann mit dem Rücken komplett auf diesen etwas scharfkantigen Stein gehauen hat. Keine Ahnung, wie die Episode hieß, nagelt mich nicht drauf fest, aber gesundheitsfördernd sieht es nicht unbedingt aus. Darüber sind wir uns ja wohl alle einig. Okay. Noch ein Glühwürmchen. Und noch eine Blume. Das ist mindestens genauso wichtig. Gehe ich in der Annahme davon richtig aus, dass wir da hoch müssen. Ah ja, da oben steht er sogar auf halbem Wege. Gespottet. So, noch eine Etage höher. Jetzt hier auch alles? Sieht so aus. Dann. Es ist die Frage, müssen wir komplett außen rum oder können wir es auch von dort erreichen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nehmen wir den Kompromiss und gehen in Richtung Mitte. Wäre wahrscheinlich besser. Oder unkomplizierter.
richtiges Sauwetter, was jetzt hier schon wieder aufgezogen ist. Entschuldigung. Weil noch mehr Wrackteile beziehungsweise noch mehr in Form von Schiffen, die am Strand herumliegen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, und dann gibt es immer noch die Sache mit dem Glühwürmchen hier. Jetzt ist es schon wieder weg. Jetzt ist es wieder da. Es muss hier irgendetwas noch geben, was ich nicht gefunden habe. Die Erinnerungssequenz kann es ja nicht gewesen sein. Und oben selber lag auch nichts. Zumal das Glühwürmchen hier auch gar nicht mehr da ist, ne? Ich bin doch nicht bescheuert, ey. Es war doch eben gerade noch da. Ihr habt's doch gesehen. Ah, jetzt ist es wieder da. Ja, es ist noch da. Vielleicht muss es ja, vielleicht gibt's hier irgendwas. Vielleicht in der Felsspalte oder irgendwas anderes? Abgesehen jetzt hier von der Blume, die ich natürlich mitnehme. Also bis jetzt ehrlich gesagt muss ich sagen, wäre ich daraus nicht ganz schlau. Hier ist es wieder nicht. Oder ist es oben auf dem Berg? Ich habe keinen Anhaltspunkt. Tja. Alter, was ist denn da hinten los? Die Leute haben es diesmal nicht geschafft. Braves Pferd. Na, stimmt ja. Er will ja nicht. Aber wenn's... Also ich gebe ja, die Hoffnung gebe ich noch nicht auf, ne? Aber wenn er selbst hier nicht ist, wo könnte er sonst noch an Schiffen herumwerkeln, beziehungsweise nach Schrott oder Metall suchen, wenn nicht hier? Also langsam... Aber man sieht hier nirgendwo noch Rauchschwade aufsteigen, ne? Nichts, was darauf hindeuten könnte, dass hier jemand sein kann. Wo gab's das denn noch, Alter? Am Strand. Ja, wenn nicht hier, wo dann? In der Bucht? Mann, es wäre jetzt nicht so weit weg, ne? Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und ich meine, da liegt eine ganze Menge Shit. Aber auch da käme er wahrscheinlich nicht hin. Glaube ich zumindest nicht.
Das ist echt ein bisschen tricky, ne? Also, oder im Umkehrschluss, es wird wahrscheinlich wieder einfacher sein, als es ist. Und ich mach's mir selber wieder nur schwierig. Wie so oft. Los jetzt, Kage. Gut, über das Grab eines anderen wollte ich jetzt nicht unbedingt reiten. Aber ihr wisst, was ich meine. Oftmals sind des Rätsels Lösungen viel simpler als das, was man selber vor Augen hat. Wobei, Moment, dort. Da ist doch was. Das sieht doch schon vielversprechender aus. Und ich meine, wir sind ja sogar schon vorbeigekommen, ne? So ist es nicht. Tatsache, da ist er. Hat das jemals ein Ende? Bist du derjenige gewesen, der die ganzen Sachen ausgehoben hat? Ihr seid es. Ich hatte nicht erwartet, euch am Strand zu treffen. Wusstet ihr, dass man für ein Haus Metall braucht? Ich nicht. Also suche ich jetzt in Schiffswracks. Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt. Auf Iki zumindest. Aber ich beneide diese Schiffe. Die Schiffswracks? Sie sind vielleicht kaputt, aber man erkennt noch, was sie einmal waren. Alles von meiner Familie. Die Kelle meines Vaters, die Haarnadel meiner Großmutter, verbrannte mit dem Haus. Darum hoffe ich, einen neuen Anfang zu schaffen. Mit Haus und Familie? Ich sollte weiter in den Rümpfen nach Metall suchen, sonst wird beides nichts. Natürlich geben wir ihm das, das ist ja ganz klar. Ich spare euch etwas Zeit. Wie kann ich das annehmen? Dann hättet ihr mein Haus für mich gebaut. Das überlasse ich euch. Aber ich habe schon Häuser brennen sehen. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr diese Spende annehmt. Dann kann ich euer Angebot nur annehmen. Ich baue mein Haus auf einer grünen Lichtung, westlich von Fort Sakai. Eines Tages möchte ich euch dort begrüßen. Und hoffentlich bald. Hoffentlich bald. 610, also wahrscheinlich, also 610 Meter, das ist jetzt, na gut, doch nicht das, was ich dachte. Ich dachte, da können wir jetzt hin und ich denke mal, es wird auch so sein, dass wir dort jetzt quasi hinreisen können, weil er hat ja drei Punkte, die quasi abgearbeitet werden sollten, von ihm an sich selbst gerichtet. Zum einen das Holz, das Leder und das Metall. Und dementsprechend haben wir ja nun alle drei Orte, wo wir ihn angetroffen haben, auch sehen können und abgeschlossen. Und der Timer geht auch wieder. Jawohl. Das verheißt, ja, dass wir quasi uns auf den Weg machen werden mit dem eventuellen Zwischenstopp nochmal bei dem blutrote Farbehändler Sao, um von dort aus dann dorthin zu gelangen und von dort dann Richtung Funes Zuflucht. Und der Titel alleine verheißt schon nichts Geiles, muss ich ganz ehrlich sagen, aber mit diesem Sneak Peek würde ich erstmal sagen, verabschieden wir uns nicht nur von ihm, dem wir schon gut was ausgeholfen haben insofern. Ja, und schauen mal, wie die Reise dann weitergeht, aber das erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ghost of Tsushima, Iki Island.